Kirche zu Hause. Wir feiern heute den 4. Advent in Tuningen in der Michaelskirche. Ganz nah dran sind wir, ganz nah an Weihnachten. Was bedeutet das für uns? Was wünschen wir uns? Was haben wir zu erwarten? Es heißt im Philipperbrief: Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich: Freuet euch, der Herr ist nahe. Das haben wir zu erwarten. Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns unseren Gott loben mit Worten Marias. Wir schlagen auf im Gesangbuch die Nummer 761 und sprechen im Wechsel. Meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist freut sich Gottes, meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan. Der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht. Bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm. Und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron. Und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern. Und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit. Und hilft seinem Diener Israel auf. Wie er geredet hat zu unseren Vätern. Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Gott, du Heil aller Menschen, wie gerne möchten wir uns fallen lassen in den Trost der Weihnachtsbotschaft, in die Freude an deiner Geburt. Wie gern möchten wir glauben, dass du längst den gesandt hast, der den Elenden Recht spricht, der den Armen hilft gegen ihre Bedränger, der Welt großen Frieden bringt. Aber immer wieder schreit uns die Erde ihr Leid entgegen. Immer wieder nisten sich Zweifel in uns ein, angesichts der Menge der ungelösten Probleme unserer Zeit. Immer wieder beschleicht uns die Angst vor dem Leben und die Angst vor dem Sterben. Gott, sieh unsere Zerrissenheit und lass Gerechtigkeit und Frieden wachsen in unserer Welt. Amen. Wir hören Worte aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 18. Und der Herr erschien ihm, Abraham, im Hain Mamre, während er an der Tür seines Zeltes saß, als der Tag am heißesten war. Und als er seine Augen aufhob und sah, siehe, da standen drei Männer vor ihm. Und als er sie sah, lief er ihnen entgegen von der Tür seines Zeltes und neigte sich zur Erde. Die Männer sprachen zu ihm: Wo ist Sarah, deine Frau? Er antwortete: Drinnen im Zelt. Da sprach er: Ich will wiederkommen übers Jahr. Siehe, dann soll Sarah, deine Frau, einen Sohn haben. Das hörte Sarah hinter ihm, hinter der Tür des Zeltes. Und sie waren beide, Abraham und Sarah, alt und hochbetagt, so dass es Sarah nicht mehr ging nach der Frauenweise. Darum lachte sie bei sich selbst und sprach: Nun, ich alt bin, soll ich noch der Liebe pflegen? Und mein Herr ist auch alt. Da sprach der Herr zu Abraham:
Warum lacht Sarah und spricht, meinst du, dass es wahr sei, dass ich noch gebären werde, die ich doch alt bin? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Um diese Zeit will ich wiederkommen übers Jahr. Dann soll Sarah einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sprach, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Aber er sprach, es ist nicht so. Du hast gelacht. Wir singen miteinander das Adventslied, wie soll ich dich empfangen? Die Nummer 11 in unserem Gesangbuch. Wir singen die Strophen 1, 2 und 6. Gottesdienstgemeinde, angekommen. An Weihnachten ist Gott in seiner Welt angekommen. Angekommen sind auch Abraham und Sarah. Angekommen im Lande der Verheißung. Sie waren losgezogen, wie krass, auf ein Wort Gottes hin. Losgezogen in ein fremdes Land. Sie wusste nicht, was sie erwarten würde, ein Wagnis, ein Abenteuer. Nun lebten sie in Mamre. Dort hatten sie sich niedergelassen, nachdem ihnen klar geworden war, dass dies der Ort war, an dem Gott sie haben wollte. Abraham und Sarah waren angekommen, aber sie waren nicht wunschlos glücklich. Sein Zelt aufzuschlagen, ein Haus zu bauen, macht allein und auf Dauer nicht glücklich. Hatte Gott nicht auch zu ihnen gesagt, dass sie Eltern werden sollten? Eine Geschichte wie bei Zacharias und Elisabeth. Doch, das hatte Gott gesagt, aber es hatte sich bis dahin nicht erfüllt. Vielleicht hatte Abraham ja auch falsch gehört. Eines Tages kommt Besuch nach Mamre.
dass man in dieser Gegend dem ohnehin raren Besuch Gastfreundschaft gewährt, ist selbstverständlich. Abraham lädt die drei Männer ein. Jetzt kommt etwas in Bewegung. Es wird gekocht, gebacken, geschlachtet. Und nicht zu vergessen, das Wasser für die Füße, eine Wohltat nach einer staubigen Wanderung. Dann etwas zu trinken, Milch. Die Männer sitzen im Schatten und genießen die Gastfreundschaft. Abraham steht dabei und ist jederzeit bereit, Nachschub zu holen. Den Gästen soll es an nichts mangeln. Alle helfen mit. Abraham, sein Knecht, Sarah, seine Frau. Das Gastmahl wird zum Festmahl. Man muss wissen, Gastfreundschaft gehörte damals im Orient, wie übrigens heute auch noch, nicht nur zum guten Ton, sondern sie war richtig gehend überlebensnotwendig. Abraham und seine Sippe machen ihre Sache gut. Sie sind gute Gastgeber. Sie können die Gäste bewirten, weil es ihnen selbst an nichts fehlt. An nichts, bis auf die Tatsache, dass sie keine Kinder haben, keinen Sohn. Der Sohn ist der Erbe. Der Sohn ist die Zukunft der Familie. Der Sohn ist der Segensträger. Wie alle Ehepaare sehnen sich Abraham und Sarah nach diesem Sohn. Vergeblich. Uns ist das orientalische Denken nachvollziehbar, aber fremd. Für uns kann auch eine Tochter den Segen der Eltern in sich tragen und weitergeben. Zur Sache kommen. Die Männer kommen nun zur Sache und sagen, warum sie hier sind. Wo ist Sarah, deine Frau? Jetzt kommt etwas in Sarahs Leben in Bewegung. Gott kommt Sarah ganz nah. Mit der Frage wird die Person aus dem Hintergrund plötzlich zum Thema. Ist es nicht so, dass Menschen, Männer wie Frauen, die einen Mangel im Leben empfinden, sich oft zurückziehen und ganz leise werden? Sie fangen an, sich in ihrem Mangel einzurichten, weiterzuleben, einfach weiterzumachen. Niemals würden sie preisgeben, wie es wirklich in ihnen aussieht. In der Regel traut sich auch niemand danach zu fragen. Gott traut sich. Er macht das sogar zum Thema, kommt zur Sache. Wenn ich wiederkomme, in einem Jahr wird Sarah einen Sohn haben. Darüber kann Sarah nur lachen. Das ist in ihrem Alter einfach nicht mehr möglich. Ihr Leben verlief anders. Da gibt es nichts mehr zu machen, nichts mehr zu holen. Ich weiß auch nicht, warum manche Menschen so lange warten müssen, bis Gott in ihr Leben eingreift und seine Verheißungen für sie erfüllt. Vielleicht, weil die Zeit noch nicht reif ist. Oder weil sie selbst trotz aller Sehnsucht noch nicht dazu bereit sind. Vielleicht, weil sie erst etwas loslassen müssen, bevor Gott ihre leeren Hände neu füllen kann. Vielleicht, weil sie falsche Vorstellungen haben von einem erfüllten Leben oder von einem Auftrag Gottes an sie. Vielleicht müssen falsche Vorstellungen korrigiert werden. Egal, was bleibt, ist immer die Sehnsucht. Ob Sarah wohl Gott ihr Leid geklagt hat? Ob sie sich das wohl getraut hat? Jetzt fühlt sie sich jedenfalls ertappt, streitet ihr Lachen zunächst ab, muss es aber stehen lassen, doch du hast gelacht.
Glaubst du nicht, was wir sagen? Ich muss zugeben, menschlich betrachtet ist das, was die drei Männer sagen, unmöglich. Vieles scheint unmöglich. Ein Jahr später wusste Sarah, dass die Männer, die sie als Gäste bewirtet hatte, die Wahrheit gesagt hatten. Sie wusste, dass diese Männer von Gott kamen. Sie hatte einem Sohn das Leben geschenkt. Sie hatte ihn Isaak genannt, Yitzhak. Gott hat mir ein Lachen geschenkt. Auch jetzt lacht Sarah. Aber hier lacht nicht eine alte, enttäuschte und verbitterte Frau, sondern eine beschenkte Frau, die aus großer Freude und Dankbarkeit handelt und lacht. Mit Isaak war plötzlich Leben eingekehrt in den Heim Mamre, Zukunft und Hoffnung. Gott hatte Sarah die Erfahrung geschenkt, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Neu angekommen war Sarah deshalb im Leben und im Glauben. Wer eine solche Gotteserfahrung macht, wird bestärkt, auch andere Anliegen und Situationen und Menschen vor Gott auszubreiten und darauf zu vertrauen, dass er eingreift. Glauben und Leben kommen zusammen und bilden eine Einheit. Gott erfüllt seine Verheißungen, manchmal gegen den Augenschein, manchmal dann, wenn wir es nicht mehr erwarten würden, manchmal anders, als wir es gedacht hatten, aber immer zur rechten Zeit, zu seiner Zeit. Gott hat Möglichkeiten, wo wir keine mehr sehen. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Weihnachten 2020. Wie sollen wir uns richtig verhalten? Mit all den Auflagen, die wir zu erfüllen haben, mit allen unseren Ängsten. Ich frage anders, was wünschen wir uns? Kinder schreiben Wunschzettel zu Weihnachten. Wir Erwachsenen brauchen das nicht. Wir wissen auch so, was uns fehlt und was wir uns wünschen. Was wünschen wir uns? Was erwarten wir von Gott? Gehören Sie auch zu denen, die nur lachen können bei dem Gedanken von Weihnachten? Doch vielleicht wird 2020 ein Jahr, in dem Gott wirklich bei uns ankommen darf. In unserer Familie, in unserem Kranksein, in unserer Gemeinde, in der Welt. Was kann sich ändern, wenn wir ihm unsere Bedürftigkeit hinhalten? Was, wenn wir anfangen, seinen Verheißungen zu glauben? Anfangen zu glauben, dass er auch uns nicht vergessen hat. Der eine oder die andere denkt oder sagt jetzt vielleicht, dass ich nicht lache. Dann denken Sie daran, Sarah hat auch gelacht. Erst aus Unglauben, dann aus Dankbarkeit. Gott ist Sarah ganz nahe gekommen. Gott hat in ihrem Leben gehandelt. Nicht weniger will ich erwarten für das bevorstehende Weihnachtsfest. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Amen.
Lasst uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir gehen auf Weihnachten zu. Wir feiern dein Kommen in unsere Welt. Du bist den Menschen ganz nahe gekommen, bist selbst ein Mensch geworden wie wir. Du kennst unsere Nöte, unsere Sorgen. Du weißt, was uns ängstigt und belastet. Du allein kennst die Sehnsucht unseres Herzens. Du kennst unsere unerfüllten Wünsche. Das, was wir schmerzlich vermissen, auch wenn wir es ja eigentlich gar nicht kennen. Wir halten dir unsere leeren Hände hin und unsere sehnsuchtsvollen Herzen. Herr, wir bitten aber nicht nur für uns selbst, sondern auch für unsere Mitmenschen. Wir bitten dich zuerst darum, dass wir mutig werden, alte und liebgewordene Traditionen loszulassen und dieses Jahr Weihnachten ganz anders feiern. Zu Hause, am Arbeitsplatz, bei denen, die unsere Hilfe brauchen. Hilf uns, unsere Komfortzone zu verlassen. Schenke uns den festen Glauben, dass du auch und gerade dieses Jahr zu uns kommen willst. Mach uns bereit, dich wahrzunehmen, dich zu empfangen. Stärke das Personal in den Pflegeeinrichtungen. Schütze alle, die sich für andere auf den Weg machen. Rüste unsere Regierung mit Weisheit aus. Lass die Quertreiber zur Vernunft kommen, die sich gegen die Beschlüsse verhalten und damit sich und andere gefährden. Schenke den Kindern eine rechte Weihnachtsfreude. Lass Frieden werden in den Familien, die zerstritten sind. Richte die Alten und die Kranken auf. Tröste die Trauernden, nimm die Sterbenden auf zu dir. Und in allem wecke in unserem Land, in unserer Welt den Hunger nach dir und nach deinem Wort. Leg deinen Segen auf die Verkündigung deines Worts und deiner Wahrheit. Segne uns mit dem Vertrauen, dass dir nichts unmöglich ist und dass du eingreifen kannst und wirst zu deiner Zeit. Amen. Wir sprechen gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen miteinander das Lied Nummer 12, Gott sei Dank durch alle Welt. Thank you.
herzlichen Dank an das tolle Team von Kirche zu Hause. Ihr seid so tolle Unterstützer. Wir lieben euch. Heute sind auch wirklich alle Sängerinnen und Sänger da. Verpassen Sie nicht unseren Abspann nachher. Alle sind da, außer meinem Mann. Deshalb steht heute Juliana hinter der Kamera. Natürlich meldet sich Kirche zu Hause auch über Weihnachten zu Wort in verschiedenen Sendungen. An Heiligabend ab 15 Uhr. Freuen Sie sich darauf. Wir sehen uns. Der Friede des Herrn sei mit euch. Geht in diesen Tag und in die Weihnachtswoche mit seinem Segen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.